Leute, es gibt viel zu erzählen. Warum gibt es viel zu erzählen? Ich war Teil der ersten NDBL, der ersten Nerf Dart Blaster Liga, und es war wirklich echt eine coole Sache, Leute. Ja, vor circa einem halben Jahr, viele erinnern sich, habe ich dazu aufgerufen, Leute, habt ihr Bock, in meinem Team dabei zu sein? Es gab zahlreiche Bewerbungen, letztendlich wurden 3 Stück auserwählt. Die habe ich dann auch im Trainingslager in Frankfurt getroffen. Das war so, sage ich mal, das erste Event, und das war schon wirklich extrem krass. Fast schon so extrem krass wie meine Stimme, die gerade echt am Abkacken ist, Leute. Auf jeden Fall haben wir dann dort trainiert, Leute. Überzeugt euch einfach selber. Wir haben natürlich auch viele fette Aufnahmen gemacht. Let's go! Klopf, klopf. Das wird unser Reich sein für heute. Ich bin Mats, bin auf YouTube als Elmaro bekannt und bin hier der Teammanager dieses Teams. Darauf erstmal ein Team Elmaro ist am Start. Ich würde sagen, dass wir am Ende definitiv als erster deutscher Nerfmeister da stehen werden. Auf geht's! 3, 2, 1, komm schon! Hopp, 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 Leute, das war das Trainingslager. Wir waren auf jeden Fall dann vorbereitet. Fast schon so vorbereitet wie dieser Ast dort. Bro, der ist nicht vorbereitet. Stimmt. Aber egal, wir waren es auf jeden Fall, Leute. Und jetzt konnte es auf jeden Fall in die Vollen gehen, Leute. Jetzt konnte es in die Turniere gehen. Und zwar nach Berlin auf die U-Messe zu den Playoffs. Genau, dort wird sich so ein bisschen entscheiden, wer hier die Besten sind. Aber wir haben mal wieder ein paar coole Aufnahmen gemacht, Leute. Let's go. So, Leute, wir haben uns jetzt gerade umgezogen für das Turnier. Das sind die Trikots. Und hier vorne auch Team Elmaro, Leute. Das ist das fertige Outfit. Sieht fresh aus, oder? Ja. Sieht super aus. Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben hier Blaster alle in der Hand und schießen mit diesen Blastern auf diese ganzen Becher hier. Genau, und dabei muss man halt so ein bisschen auf die Farben achten und so weiter. Und dann hat man am Ende das Ding und ja. Und jetzt läuft schon die Partie. Elmaro gegen Team Panini. Und Elmaro ist dabei vorzulegen. Ja, gut, Elmaro, das war stark. Der ist nicht gefallen und dann im Nachschuss habt ihr gesehen, sofort gefallen. Das war dreimal ganz stark geschossen an den Fässern. Wir sind zufrieden. Wir sind alle zufrieden. Habe ich auch in den Augen der anderen gesehen. Wir sind zufrieden. Und zurück in Köln, Leute. Das waren also die Playoffs auf der U-Messe. Es hat sich schon herauskristallisiert, wer hier die Favoriten sind, Leute. Wir wurden 3. von 6. Ich würde mal sagen, das geht auf jeden Fall besser. Könnte auch daran gelegen haben, dass ein wichtiger Mann bei uns gefehlt hat. Und wir mussten natürlich auch so ein bisschen Luft fürs Finale lassen, Leute. Es war auf jeden Fall echt besonders. Wir haben die Arena mal echt vor Ort gesehen. Wir hatten einen Live-Kommentator. Es wurde alles mitgefilmt. Es war wirklich echt besonders. Letztendlich waren wir jetzt gewappnet für das große Finale, fürs Grand Finale auf der Gamescom. Und ich sag nur, Leute, Gamescom, größte Spielemesse der Welt, viele Gesichter, viele Eindrücke. Ich habe dort auch viel mitgevloggt, deswegen schaut es euch am besten selber an. Übrigens, Leute, steckt eine Menge Arbeit hinter diesem Video. Es würde mich mega, mega freuen, wenn ihr das mit einem Daumen hoch bewerten würdet, Leute. Löwe würde jetzt sagen, 5000 Likes sind auf jeden Fall drin. Deswegen, Leute, let's go. Smash den Daumen hoch-Button, wie ihr es noch nie getan habt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Let's go, Leute. Leute, herzlich willkommen hier auf der Gamescom. NDBL Finale. Wir sind da. Okay, Team Elmaro legt los. Okay, Mats spielt mit dem Retaliator. Das sind also die zielsicheren Jungs. Und 29 Becher. Von 32. Ich gehe kaputt. Das hat noch niemand geschafft. Wahnsinn. Also absoluter Bestwert auf der ganzen NDBL bis jetzt. 29 Becher hat noch keiner abgeräumt. Ja, vor allem von 32. Ich bin wieder auf der Gamecom, ich bin sogar schon umgezogen, Leute. Im Nerf-Trikot, weil ja, wir haben ja hier den Nerf-Teamsport. Unser Gegner macht sich schon gerade warm. Genau. Wir haben nämlich gerade schon gespielt und wir haben 29 Becher umgehauen. Das war wirklich extrem krass, Leute. Aber. Keine Ahnung, was ich sagen wollte. Ist auf jeden Fall auch egal. Mega viele Leute sind am Start, ein paar Fotos schon wieder gemacht und so. Hier kann man ja einmal den Parcours sehen und so weiter. Mega krank, mega krank. Wir haben den kompletten Rekord von allen geschafft, mit 29 Bechern.
Wenn man trainiert ist und das gut kann, dann macht man das eben so. Wir sind Team Elmago, Leute, und werden heute das Ding rocken. Im Halbfinale sind wir schon mal und werden jetzt den Pott auf jeden Fall holen. Ich habe gehört, dass 29 Abschüsse gehabt. Ich habe 29 Abschüsse. Dass ich nicht lache, es war noch 32. Ja, wie schlecht kann man sein? Wir spielen sogar gleich gegeneinander. Damit, Leute, werde ich das nächste Match antreten gegen den guten Tuto. Aua. Das war Treffer. Oh, ist die Linse kaputt? Nein, ist nicht kaputt. Doppelmagazin ist am Start. Was meinst du, wie zuversichtlich bist du, wie viele Becher räumt jetzt ab? Das ist sehr ästhetisch aus, oder? Nö. Kleine Voraussage, wie viele Becher räumt ihr ab? Wir gewinnen. Ich denke 28, 29 hauen wir weg. Oder alle 32. Nö. Ja, und da geht die 30 Sekunden direkt für Team Elmago los. Elmago direkt auf Retaliator. Okay, aber jetzt bin ich erstmal gespannt. Da ist schon wieder so viel abgeräumt. Und jetzt sind halt noch 20 Sekunden auf der Uhr. Leute, ihr könnt sogar noch mal schießen, ey. Halbfinale lief nicht ganz so gut. 21 Becher nur umgehauen. Ein paar Sekunden später. Hey Leute, wir haben so schlecht vorgelegt und sind trotzdem jetzt ins Finale gekommen mit 21 Bechern, weil Team Tuto, naja, wie soll ich sagen, verkackt hat. Und jetzt sind wir im Finale. Nice, Alter. Ey, geiler Scheiß. Karl. Finale, oh oh, Finale, oh oh. Ich darf jetzt sogar ein Spiel mitkommentieren, nämlich das Spiel um Platz 3. Und deswegen steppe ich jetzt hier in die Kommentatorenkabine, richtig cool. Und hört man so auch ein bisschen her das Spiel kommentieren? Hört man mich? Es kann sein, dass man mich jetzt gerade in der ganzen Arena gehört hat, ich weiß es nicht. Hier ist auf jeden Fall die ganze Verkabelung, hier ist sozusagen Backstage. Und hier hat man so einen Livestream vom Spiel und kann das live kommentieren. Ey, wie geil ist das denn? Wie ist es, ein Spiel zu kommentieren? Krass, krass. Leute, ich war Co-Moderator in der Nerf-Liga. Und es hat echt Spaß gemacht. Es ist echt cool, so hinter den Kulissen sich das Ganze anzugucken. Es ist mega schneller Sport, es ist echt schwierig zu kommentieren, so, aber war cool. Yo, Leute. Der gute Max, aka Magic Bieber, spielt gegen uns im Finale. Ich sag, der Junge kann sich auf jeden Fall warm anziehen. Das ist der bisher würdigste Gegner, den wir hatten. Wirklich großartige Spieler, macht es uns wirklich schwer. Das macht aber auch umso süßer zu gewinnen. Ja, die Jungs sind hier als absolute Favoriten reingegangen. Aber nichts ist unmöglich und wir haben Hoffnung. Deswegen, mal schauen, wie es ausgeht. Guckt euch den Spargeltarzan an, den kann ich aber umhauen, den mache ich im Armdrücken fertig. Oh Mann, oh. Als ich ja gehört, Elmago ist heiß. Herausforderung angenommen steht bei dem auf der Stirn. Und ich glaube, das ist auch auf dem Rücken tätowiert jetzt. Team Elmago, eure Minute im Finale der NDBL 2018. Hast du den Elmago gesehen? Ja. Wenn ich einen Spieler kenne, der so fokussiert auf die Becher schaut, und ich kann das beurteilen, aber der Elmago auch. Okay, wir sehen den Elmago auf dem Retaliator. Ich bin ja froh, dass er mit seinen Muskeln nicht den Nerf Blaster zerstört. Ja, aber der... Da geht schon los. Ja, nee, aber hier... Elmago, ich glaube, der räumt auch extrem ab. 31 Becher! Unfassbar! Was ist da los? Was ist denn hier los? Das beste Finale aller Zeiten. Was ist da los? Es könnte spannender nicht sein, Leute. Wir sind im Finale. Die erste Runde ging jetzt an die. Wir spielen Best of Three. Also, wenn man rechnen kann, müssen wir zwei Spiele gewinnen, genau. Wir haben das erste gewonnen, jetzt haben wir 31 vorgelegt, also einer blieb noch stehen. Die müssen jetzt alle abräumen. Sieg! Ein paar Sekunden später. Leider nicht gewonnen. Aber ey, wir sind von 6 Teams zweiter Platz geworden, das geht ja immerhin noch. Hör auf, ihn zu verfolgen. Nein! Danke. Also ich finde, oh Mann, Leute, ich kann euch sagen, der Pokal, der hat richtig lecker geschmeckt. Weil wir sind am Ende Zweiter geworden von 6, kann sich auf jeden Fall auch sehen lassen, Leute. Wir haben 31 Becher einmal umgehauen, wie ihr gehört habt. Und das ist schon echt eine Leistung von 32. Natürlich kommen wir nicht an Magic Bieber ran. Der Beste hat gewonnen, Leute. Die haben teilweise alle Becher weggehauen. Also Respekt dafür, Leute. Es war wirklich eine coole Zeit. Vielen Dank an alle. An Hasbro natürlich, an Nerf, an meine Teammitglieder, an die anderen alle, die am Start waren, Leute. Und vielleicht sieht man sich ja in der nächsten Saison wieder. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, Leute. Bewertet das Video unbedingt. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Grüße gehen in diesem Video raus an die Margangster Diamantperle, an Zocker Changer und an Emily Spieleparadies, Leute. Den ersten Kommentar hast du geschrieben.
geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gesucht werden willst, einfach einen Kommentar schreiben. Oder im nächsten Video der allererste Kommentar sein, Leute. Ihr wisst, wie es geht. Ja, mich würde es freuen, wenn ihr auch ein Abo da lasst. Daumen hoch sowieso. Wir sehen uns in einem neuen Video. Bis dann. Ciao, ciao. Euer El Mago.